Hallo ihr Lieben und ein herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Karina hier. Ein Video, das ich gerne geben will, weil ich sagen will, die Seele soll frei sein und soll leben. Dafür bin ich. Und dafür bin ich und dafür bin ich. Und damit sage ich werde was reden, was ich hier reden will, weil ich sagen will, dass ich keine Anna arbeite. Das bedeutet, ihr müsst verstehen, dass ich keine Arbeiter arbeite. Das heißt, ich setze keine Arbeiter und ich setze keine Rechte bei jemandem rein, die er nicht haben will. Das bedeutet, ich bin offiziell ganz, ganz transparent in dem, wie ich tue und wie ich arbeite und wie ich bin. Das heißt, wenn du mich guckst und wenn du was verstehen willst, bin ich so, wie ich bin. Das heißt, ich gebe und bin keine Benutzerin der spirituellen Rechtle. Das heißt, ich setze nicht was, was du nicht haben willst und ich arbeite nicht was, was du nicht haben willst. Das bedeutet, ich unterstütze dich im Leben, nämlich dahin zu kommen, wo du hinkommen willst. Und damit weiß ich, was hier arbeitet in Deutschland, nämlich eine Rechtle, die nicht arbeiten darf, weil niemand anders arbeiten dürfte. Das bedeutet, wenn man mich unterrichten würde darüber, was sie tut und was sie macht und was die Praktiken sind, werde ich rechtlich reden können und werde sagen können, was nicht gearbeitet werden darf. Und es das bedeutet, dass hier ein spirituelles Arbeiter stattfindet, was ich nicht unterstützen möchte und wo ich sage, es ist krank und darf nicht gearbeitet werden. Das heißt, es ist unterstützend nicht fürs Leben, sondern nur für die eigene Tasche. Und es bedeutet, ich werde es jetzt rechtlich reden, weil ich sagen werde, dieses Leben darf nicht geführt werden, was sie führt, weil man ihr nicht Unterstützung geben darf. Und damit weiß ich nicht, ob sie Anna heißt, aber sie ist bekannt unter dem Namen Anna. Und das weiß ich von Leuten, mit denen ich geredet habe. Das bedeutet, ihr habt sie gearbeitet und habt sie gearbeitet. Und damit sage ich habe mit Leuten gesprochen, die sie gearbeitet haben und nicht wussten, was es ist. Das bedeutet, sie wussten nicht, was sie arbeitet und haben nicht verstanden, dass es eine Sätze ist, die sie haben, um zu übernehmen, nicht im spirituellen Rechtler und zu üben. Das heißt, sie gucken bei jemandem ins Rechtler rein und wollen das hohe Recht von einem arbeiten, wenn man süß ist und ein höheres Rechtler hätte als sie. Das bedeutet, sie sind in die Felder gegangen und haben geguckt, wie sie es haben arbeiten können. Und das Video mache ich jetzt, um zu sagen, ich werde sie nicht arbeiten, weil ich sie nicht arbeite. Und ich werde sie nicht arbeiten, weil ich sie nicht arbeite. Das heißt, ich mag nicht, was sie tun, weil sie an die Rechte nehmen, das Leben zu führen, das man haben sollte. Und es bedeutet, ich möchte euch euer Leben geben, das ihr kriegen sollt. Und wir gucken, wie wir rauskommen sollen. Und deswegen sage ich, Lichtarbeiter, werdet wieder aktiv, seid auf der Hut und achtet mal darauf, wie ihr Leben gebt und was ihr arbeiten geht. Und das bedeutet, man sollte, sage ich will nicht übernommen werden und ich will nicht gearbeitet werden. Das heißt, ich will mich selbst arbeiten und nicht übernommen werden. Und das bedeutet, dass es in Deutschland heftig zugehen würde, wenn man mich rechtlich mal reden lassen würde und mal gucken würde, wer da sitzt und wo die sitzen. Das bedeutet, wenn hier jemand ist, der weiß, wo sie sitzen und sie kennt, meldet euch bei mir, weil ich dann endlich mal rechtlich arbeiten gehen kann. Das bedeutet, ihr müsst was verstehen, was ihr verstehen sollt, weil es eine rechtliche Rede wäre, die ihr hättet können. Den kann ich nicht reden wegen der Alka. Ich muss gleich zumachen, weil ich sagen werde, das darf alles nicht arbeiten, weil es nicht arbeiten darf. Und da sitzt einer in der Felte, der sie arbeitet und sie arbeiten wollte. Aber sie arbeiten wollte. Das heißt, sie wurde gearbeitet und hat sich nicht selbst gearbeitet, aber hat auch selbst gearbeitet. Das bedeutet, sie hat sich arbeiten lassen, damit sie was anderes arbeiten kann als das, was sie kann. Und damit sage ich etwas, das ich rechten werde. Das bedeutet, ich habe ein Leben hier in Deutschland, das ich gerne geben möchte, weil ich Unterricht geben möchte, nämlich spirituellen Unterricht, den ich verstanden habe durch das Fehlen meines Lebens. Das heißt, ich bin in den Fall gegangen, nämlich in 2020, weil man mir nicht gegeben hat, was meines war. Und das bedeutet, man hat mich unterdrückt seit 2020 heftigst, aber schon davor, da wusste ich es nur nicht. Da hat man mich gearbeitet und nicht gearbeitet. Das heißt, man hat so getan, als würde man so arbeiten wie ich. Und das bedeutet, diese Leute haben nicht so gearbeitet wie ich, sondern nur so getan, als würden sie arbeiten wie ich. Und das bedeutet, es muss eine richtig heftige spirituelle Prüfung stattfinden und ihr müsst gucken, mit was für Leuten ihr rumhängt und mit wem ihr arbeitet und was ihr arbeiten wollt, weil ihr verstehen müsst, wer ihr seid, wenn ihr euch nicht habt. Das bedeutet, ihr müsst wach werden und mal wach werden und mal gucken, was euer Leben eigentlich ist. Und das bedeutet, viele schlafen und wissen überhaupt nicht, dass sie vielleicht was Genialeres gewesen wären als das, was sie arbeiten gehen. Das bedeutet, ihr müsst lernen, was es ist, was ihr nicht habt, nämlich euer Leben in den meisten Fällen. Das heißt, da gibt es ein Leben, das ihr haben könnt, wenn ihr anders leben werdet. Und das bedeutet, es ist genial, wenn ihr mich nimmt, weil wir dann mehr werden, die sich bekommen und sich bekommen, weil ich dafür stehe, sich selbst zu bekommen. Das bedeutet, ihr könnt was üben gehen und ich sage, man soll sich selbst bekommen und nicht gearbeitet werden. Meine Güte, ist das ein krankes Modell. Das sollte in der spirituellen Rechte nicht leben. Und da sage ich, oh Gott, ist die in den USA? Wo ist die ganz hin? Will die dahin? Ich glaube, da will keiner in ihnen leben. Das heißt, das will jemand nicht arbeiten und ich werde sagen, wie eklig ist diese Sache. Das bedeutet, ihr müsst lernen gehen und gucken gehen, wo sie arbeiten gehen. Und ich sage, ich habe mit Leuten gerechnet. Das bedeutet, ihr müsst verstehen, dass ich was unterrichte, was ihr nicht mögt, aber manche mögen. Das heißt, es gibt welche, die es nicht mögen, dass das so nicht leben soll. Das bedeutet, das sind jene, die nämlich bei den Analysten wollen und leben wollen, damit sie was Höheres arbeiten können. Das bedeutet, wenn du nicht verstehst, wie du dich arbeiten sollst und was Hohes hast,
musst du darüber nicht sprechen. Das heißt, du musst ihnen deine Rechte nicht geben, nur weil sie sagen, gib mir deine Rechte. Und das bedeutet, hier müssten Leute ganz schön doll aufpassen, weil das polizeiliche Aufgebot groß wäre, wenn man wüsste, wie man sie unterrechten. Ja, nicht unterrechten sollte. Das bedeutet, man sollte sie rächen. Und das bedeutet, da lebt was, was geredet wird, damit man sie nicht beurteilt über das, was sie arbeiten. Das heißt, man muss ganz genau gucken, was sie arbeiten und was sie nämlich nicht reden. Das bedeutet, ihr müsst gucken, was es ist. Und damit sage ich, wir werden nicht geguckt, aber ich habe immer das Gefühl, ich werde geguckt und fühle mich manchmal ziemlich beobachtet in meinem Leben. Und das war das Paranoide in meinem Leben, weil ich mich beobachtet fühle durch die Kameras, die in meinem Leben leben, nämlich auf meinem Laptop. Und das bedeutet, die Transparenz ist nicht gelebt worden. Und ich sage, ich habe Angst davor, was passiert ist, nämlich seit 2020 mit meinem eigenen Leben. Und deswegen bin ich dabei am Kämpfen, mein Leben zurückzubekommen. Und ich sage euch, mein Leben war schwer und es war die Hölle im Leben, die ich hier hatte auf Erden, weil man mir mein Recht nicht mehr reden wollte. Das bedeutet, man hat mir mein Recht nicht mehr lassen wollen und man wollte mir mein Recht nehmen, das Leben zu führen, was ich bin, nämlich mein eigenes Leben. Und dafür stehe ich und dafür werde ich kämpfen bis zum bitteren Ende. Und das bedeutet, dass ich das rechtlich reden kann und werde sagen, mein Leben ist mein Leben und niemand hat mein Leben zu leben, außer sie wollen süß werden und ähnlich werden. Aber dann müssen sie ihr eigenes Leben leben. Und es bedeutet, dass ihr was Süßes sein könnt, aber ihr könnt auch ihr sein, nämlich individuell du sein. Und das bedeutet, das möchte ich, weil ich möchte, dass ihr keine Kopie seid, sondern was seid, was ihr wirklich selber seid. Und es bedeutet, ihr könnt was arbeiten mit mir, nämlich genau das zu werden, wer ihr seid, weil ich euch unterstützen werde für das, was ihr seid. Und damit hoch die Tassen, wenn ihr zu mir kommt. Feiert mich, wenn ich euch geben kann, weil ich dafür so hart kämpfen musste, dass ich es euch geben kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche euch ein schönes Leben. Ich hoffe, dass wir uns sehen, weil ihr könnt bei mir leben.